Hallo Freunde der Nacht, ich bin Fenske4U und werde euch in diesem Video vorführen, dass man Corel Motion Studio 3D trotz Fehlermeldung 38 unter Windows 10.1 sehr wohl installiert und alles laufen bekommt. Auch wenn ein der Corel Support anderes suggeriert, doch dazu später mehr. Bei Corel Motion Studio 3D handelt es sich um den Nachfolger zu Ulitz Cool 3D, der trotz der Übernahme von Corel nichts von seiner Coolness eingebüßt hat. Herunterladen könnt ihr euch eine Testversion auf der Corel-Webseite. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich war unvorsichtig genug, mir direkt die Vollversion zu kaufen. Groß war dann meine Enttäuschung, als Motion Studio nach der Installation mit Fehler 38, Corel Motion Studio 3D Dateien wurden beschädigt oder geändert, bitte auf ihrer Originalquelle neu installieren, den Dienst verweigerte. Da ich, wie der Corel Support mir nahelegte, die meinten, das Programm sei nicht für Windows 10 entwickelt und somit auch nicht kompatibel, den Kaufpreis nicht wieder mal als Lehrgeld abrechnen wollte, wurde etwas Recherchearbeit nötig. Nun, Corel Motion Studio 3D läuft sehr wohl unter Windows 10. Fehler 38 tritt dann auf, wenn ein Registrierungsdienst unter Windows nicht läuft. Um den Dienst zu aktivieren, muss man nur mit Windows-Taste und R und Eingeben von services.msc die Diensteverwaltung starten. Hier sucht man den Protexis Licensing V2 Service und stellt den Starttyp auf automatisch und startet dann den Dienst für die aktuelle Sitzung. Und das war's. Anschließend funktioniert Corel Motion Studio wie gewünscht. Noch eine Anmerkung. Wenn auf dem Rechner bereits andere Corel-Produkte installiert sind, muss man auch auf Windows 64-Bit-Systemen stattdessen die 32-Bit-Version des Corel License Validation Service V2 starten. So, das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche viel Spaß mit dem Motion Studio. Ach ja, ratet doch mal, mit welchem Programm ich das Outro für dieses Video erstellt habe.